Es geht dort weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat, für alle, die die Serie kennen. Ja, wir müssen da jetzt wieder retour. Ah ja, wir brauchen... ich bin nur immer in der gleichen Aufnahmesession, ist vielleicht auch nicht so unwesentlich für euch. Wir brauchen einen Schutzanzug, hat es geheißen. Ja, und wo ist er? Oh, okay. Ja. Schutzanzug. Ja. Wir haben einen Schutzanzug. Jo. Mhm. Ja, cool. Okay. So, wir gehen jetzt wieder retour. Das war knapp. Huch, tata. Trollala. So. Wir werden gescannt. Und dieses Mal wird es ja hoffentlich öffnen. Na bitte. Oh, ich durchquere das Vakuum, um zum Schiffskoloss zu kommen. Ja, spannend. Okay, was ist jetzt? Oh, du Kacke. Ich ahne Fürchterliches. Oh, du Scheiße. Bitte lass mir das überleben. Oh. Bitte lass es mich überleben. Nein, das ist ja jetzt nicht ernst, oder? Ich bewege mich da im Weltraum. Spannend, dass man da so flüssig gehen kann. Okay, Tür, rein. Da nach vor, hierher. Sauerstoffpunkt mitnehmen. Ist okay. Brücken, was? Brücken, Brückensteuerung, ja. Bitte warten, wir haben die Brückensteuerung aktiviert. Einen angenehmen Tag, ja. Super cool. Ich sollte jetzt einmal schon langsam entweder wieder einen Punkt finden zum Aufladen. Da ist einer. Geht's da weiter? Ja, da geht's weiter. Geht's da weiter? Nein, da geht's nicht weiter. Oh, du Scheiße. Was ist denn das? Okay. Okay. Fuck. Aber wieder sehr stimmig. Hut ab, wirklich gut gemacht. Also man hat echt das Gefühl, es geht. Okay. Ich bin herüben. Was will man mehr? Ich bin im anderen Raumschiff. Was ich mich dann frage ist... okay.
Ja, wir speichern das, ne? Damn clue what I'm looking for, or what to do when I get there. I understand, Conrad. Attaching your modems to the terminals and reconnecting any broken cables will be sufficient to patch me through to the ghost ship. Once the modems are online, I should be able to give you further instructions. Should doesn't exactly put my mind at ease. Ein menschlicher Leichnam. Sehr, sehr spannend. Wie bei Alien. Der Sensenmann ist da. Thank you.
Also. Jedes Mal vergesse zum Speichern, das ist ja sowas, halb der Aufnahme, tut leid. Spiel speichern. Okay. Okay, kleine Medipacks aus dem Schiff. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich aus so ein Schiff Medipack, was ich hier finde, verwenden würde. Ja, vermutlich, wenn man halb verblutet ist, dann alles wurscht, aber für einen Kratzer würde ich es mir schon dreimal überlegen. Ob ich es einsetze. So, das heißt, dass jetzt die muss wieder retour oder was? Okay. Key card required.
authorized. Die haben damals schon die gleiche Währung gehabt, wie wir jetzt haben. Jetzt kommt es mir gerade. Das Geld können wir anscheinend in unseren Automaten verwenden. Das heißt, das Schiff ist auf alle Fälle ein menschliches Schiff. Oder zumindest, also nicht nur ein menschliches, sondern von dem gleichen Volk, der gleichen Fraktion, von denen wir sind anscheinend. Ansonsten würde dieses Papiergeld ja nicht im Computer diese Terminals akzeptiert werden, was ja auch wieder spannend ist, weil wir sammeln da Papiergeld auf und nutzen es als elektronisches Zahlungsmittel. Das hat was. Sieht man, wie fortgeschritten die Menschheit in Zukunft ist. Wir scheißen auf die Plastikkarten und können unser Papiergeld elektronisch nutzen. Gott sei Dank. Es lebe die Devise. So. Ja, das ist dann nichts. Ja, ich schaue mir da noch ein bisschen um, was wir denn da so mitnehmen könnten. Da haben wir ein rotes Terminal. Rotes Terminal ist auch cool, ne? Alter Falter. Oder? Ja, wir haben schon wieder eine Folge durch. Ich sammle da jetzt noch alles auf. Wenn wir keine Station finden, dann geht's gleich weiter. Bei der nächsten Station werde ich aber dann, glaube ich, die Aufnahmesession beenden. Es waren heute 6, 8 Folgen, irgend sowas am Stück.
uns dann nämlich noch was für unsere Let's Play Togethers, die mit der Tibre gemeinsam auf was vorbereiten. Und außerdem würde ich mir gerne ein neues Game anschauen. Also ich habe überhaupt einige wieder eingekauft. Die ganzen Endless waren jetzt irgendwann vor einem Monat in Aktion. Habe Endless Space, Endless Legend und Endless Dungeon habe ich mir zugelegt. Bei Endless Space und Endless Legend habe ich schon reingeschaut. Jetzt fehlt nur noch Endless Dungeon. Werde ich euch sicher auch mal in einem Let's Play zeigen. So, schauen wir mal. Nein, es ist natürlich keine Ruhe. Ich komme nicht dazu, dass ich die Aufnahme beende. So, aber jetzt hoffe ich mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es beim nächsten Mal wieder ein bei Alien Breed 1 Impact Let's Play mit dem Anduin 20 Ulan. Und bis dahin wünsche ich euch ein Happy Gaming. Ciao.